Meister, der Bus und seine Freunde spielen draußen. Schau, wie die Blätter von den Bäumen fallen. Was ist das? Ich glaube, Scout hat eine Spielidee. Oh, Scout möchte Verstecken spielen. Was für eine tolle Idee. Buster, du zählst, während alle anderen sich verstecken. Tony, der Truck, versteckt sich in der Scheune. Jesse, der Jeep, versteckt sich unter dem Kasten. Diggly, der Bagger, buddelt ein Loch hinter den Büschen. Schnell, Scout! Du musst ein Versteck finden, bevor Buster mit Zählen fertig ist. Aber wo? Drei, zwei, eins. Alles muss versteckt sein. Wo sind sie alle? Buster geht suchen. Ist jemand in der Scheune versteckt? Ja! Du hast Tony den Truck gefunden, Buster. Was ist mit diesen Kästen? Versteckt sich dort jemand? Wohl nicht. Warte mal eine Minute. Folgt der Kasten, Buster? Das heißt dann, ja, du hast Jesse den Jeep gefunden. Gute Arbeit. Und die Büsche da? Versteckt sich dort jemand? Schau, da ist Robin. Hast du das gesehen? Ich frag mich, ob... Richtig, du hast Diggly den Bagger gefunden, Buster. Hurra! Jetzt ist nur Scout übrig. Ich frag mich, wo sie sich versteckt. Warte, ist dir an dem Haufen Blättern etwas Komisches aufgefallen? Da ist Scout. Gut gemacht, Buster. Du hast alle Verstecke deiner Freunde gefunden. Hat das nicht Spaß gemacht? Buster und seine Freunde haben viel Spaß beim Zelten im Wald mit Papa Bus. Papa macht ein paar gruselige Schatten, während er ihnen eine Gespenstergeschichte erzählt. Wow, das Monster ist super gruselig. Puh. Keine Sorge, es ist nur Papa Bus. Sieht so aus, als wäre es Zeit fürs Bett. Gute Nacht allerseits. Papa Bus fährt los, um mehr Feuerholz zu sammeln. Gute Nacht, Buster. Moment mal, was macht Buster denn da? Er macht aus dem Feuerholz ein gruseliges Geweih. Scout schläft fest. Huch, was ist das? Es ist Busters gruseliger Schatten. Arme Scout. Keine Sorge, Scout, das war nur Buster. Jetzt wird Bandit der Streich gespielt. Aha, der gruselige Schatten hat ihn auch verängstigt. Sieht so aus, als würde Buster schläfrig werden. Aber Bandit und Scout haben einen Plan. Buster schläft friedlich. Ah, da ist ein gruseliges Monster und noch eins. Los, Buster, los! Das geschieht Buster recht. Gut gemacht allerseits. Was ist das? Oh nein, ein echtes gruseliges Monster. Puh, es war nur Papa Bus mit dem Feuerholz, das er geholt hat. Das ist genug Angst für einen Abend. All das Scherzen hat sie alle sehr müde gemacht. Gute Nacht allerseits. Es ist ein sonniger Tag bei Busters Haus. Oh, schau! Mama Bus hilft einem Kätzchen, dem das Bein wehtut. Da, alles wieder besser und bandagiert. Scout ist hier, um mit Buster zur Schule zu fahren. Sie spielen auf dem Spielplatz. Oh je! Scout tat sich am Reifen weh. Buster hat eine Idee. Was macht er denn? Er hat Scouts Reifen mit Toilettenpapier bandagiert. Alles wieder gut. Gute Arbeit, Buster. Sieht so aus, als wollte Ash auch bandagiert werden. Und jetzt möchte Scout auch ihre anderen Reifen bandagiert haben. Aber Buster hat kein Toilettenpapier mehr.
Bandit hat eine freche Idee. Alle nehmen Toilettenpapier. Das Toilettenpapier geht überall hin. Das sieht sehr unordentlich aus. Sie lassen sich da zu sehr mitreißen. Oh je, sie haben den Spielplatz mit Toilettenpapier eingedeckt. Der Lehrer scheint darüber nicht glücklich zu sein. Mama Bus ist hier, um Buster nach Hause zu bringen. Sie fragt sich, was den Lehrer so bedrückt. Buster erklärt, dass er versucht hat, Scout genau so zu helfen, wie Mama dem Kätzchen geholfen hat. Mama kann es richtig bandagieren. Zeit, jetzt alles wieder gut zu machen. Bei Busters Haus scheint die Sonne. Und Buster und Opa haben viel Spaß beim Spielen. Mama Bus geht zur Arbeit. Werden Buster und Opa es schaffen, Abendessen zu kochen? Wow, richtig kochen! Buster ist sehr aufgeregt. Lass uns kochen! Opa macht den Herdstart klar. Aber was jetzt? Buster hat eine Idee. Das ist Schokoladensoße. Opa glaubt nicht, dass die fürs Abendessen richtig ist. Lass uns das Rezept lesen. Sie haben alle Zutaten zusammengesucht. Buster fängt an und gibt etwas Mehl in die Schüssel. Wow, langsam, Buster. Ups, das Mehl ging überall hin. Jetzt sind Opa und Buster mit Mehl bestäubt. Buster gibt die letzten Dinge zu dem Mix. Sei vorsichtig, damit der Mix nicht überall hingeht. Super gemacht, Buster. Ups, Opas Tomatensoße ist auf den Fußboden gekleckert. Und was passiert denn da auf dem Herd? Der Topf kocht über. Oh, schau, seine Brille ist jetzt beschlagen und er kann nicht sehen, wo er hingeht. Pass auf, Opa. Oh je, das geht ja alles schief. Opa und Buster machen alles wieder sauber. Aber Mama Bus kommt von der Arbeit nach Hause. Oh oh, sie haben immer noch kein Abendessen fertig. Was machen sie nun bloß? Opa holt Fischstäbchen aus der Gefriertruhe. Aha, das gibt Buster eine Idee. Zeit für Schokoladensoße. Gerade als sie fertig geworden sind, fragt Mama Bus sich, was Buster und Opa wohl zum Abendessen gemacht haben. Ich frage mich, was sie gekocht haben. Fischstäbchen und grüne Bohnen. Und Schokoladensoße? Bist du dir da sicher, Buster? Er probiert es. Lecker! Mama probiert es auch und findet es überraschend lecker. Gut gemacht. Buster und Papa machen sich einen tollen Tag im Park. Oh oh, Vorsicht, Papa. Sie wollen zusammen Fußball spielen. Es ist Zeit für den Anstoß. Buster gibt den Ball ab und... Oh oh, sieht so aus, als könnte Papa das noch nicht so richtig. Aber Buster zeigt ihm, wie es geht. Es ist Zeit für das Elfmeterschießen. Buster schießt und Tor. Oh nein, Papa Bus, ist alles gut? Puh, ihm geht's gut. Jetzt ist Buster dran im Tor. Papa sieht entschlossen aus. Ups, der Ball fliegt sehr hoch, hoch in die Luft. Oh, schau, da sind Ash und Mama Feuerwehr. Buster lädt sie ein, mitzuspielen. Großartige Idee, Buster. Busse gegen Feuerwehr. Los geht's. Buster nimmt den Ball. Ash düst nach vorn. Mama schießt aufs Tor und es ging daneben. Ups. Ich glaube, Buster hat noch eine Idee. Ich frage mich, was es ist. Ash und Buster machen ein Team. Jetzt heißt es Kinder gegen Eltern. Wer wird gewinnen? Ash fängt an. Papa nimmt den Ball, aber Ash greift ihn an. Er gibt den Ball ab an Buster. Und Buster schießt ein Tor. Super, Buster. Was für eine tolle Teamarbeit.
Sie sind beide sehr müde, als Papa Buster nach einem tollen Tag nach Hause fährt. Oh, schau, da ist Mama Bus. Buster winkt Papa Bus zum Abschied zu. Aber warte, Buster gibt Papa Bus den Fußball. Er muss ja noch... Buster und Opa gehen im Supermarkt einkaufen. Hier ist die Einkaufsliste. Karotten, Mais und ein neuer Fußball. Buster kann kaum abwarten, den neuen Fußball zu haben. Aber Opa erinnert ihn daran, dass sie erstmal alles andere auf der Liste holen müssen. Es fängt mit Karotten an. Buster rast los. Aber stimmt das so? Opa fährt so langsam. Buster hat eine Banane und keine Karotte. Er hat sich so sehr beeilt, dass er gar nicht aufgepasst hat, was er macht. Da sind sie. Gut gemacht, Buster. Als nächstes Mais. Er hat ihn gefunden. Ups. Vorsichtig, Buster. Die Dosen können leicht umfallen. Puh. Gute Rettung, Opa. Und als nächstes... Yay, der Fußball. Buster rast voraus, um den Fußball zu finden. Aber warte, Opa wurde zurückgelassen. Er kann ihn nicht finden. Oh nein, Buster und Opa können den anderen nicht sehen. Buster sucht und sucht, aber es bringt nichts. Armer Buster hat sich verlaufen und fängt an, sich Sorgen zu machen. Schau, da sind Ash und seine Mama. Jemand, den Buster kennt. Zum Glück hat er sie gefunden. Sie können ihm helfen, zu Opa zurückzufinden. Endlich! Buster ist sicher zurück bei Opa. Er weiß, er hätte nicht so weit vorausrennen sollen. Es tut ihm sehr leid und Opa vergibt ihm. Und hier ist der neue Fußball. Hurra! Es ist Halloween. Ash und Scout sind in Busters Haus und bereit, um spuken zu gehen. Wow, das Zombie-Kostüm ist großartig. Bandit ist nicht beeindruckt. Puh. Nein, Bandit will nicht mitmachen. Er denkt, Verkleiden ist nur für Babys. Das Scout und Ash fahren zum Spukabenteuer los. Moment mal, Bandit würde wirklich gerne auch Süßes zu Halloween bekommen. Er scheint eine Idee zu haben. Bandit hat Busters Kostüm kopiert. Sie sehen genau gleich aus. Er ist bei Terrys Farm angekommen und sieht genau aus wie Buster. Süßes oder Saures? Wow, sieh dir all die Süßigkeiten an. Oh, schau, Buster, Ash und Scout sind angekommen. Süßes für Scout. Süßes für Ash. Moment. Nein, Terry glaubt, er hätte Buster schon viel Süßes gegeben. Aber das war doch Bandit. Armer Buster. Ash und Scout finden ihre Spiegelbilder toll. Was ist das? Ein Bonbonpapier. Und noch eins. Das ist Bandit. Er isst all seine Süßigkeiten. Buster hat einen Plan. Ash und Scout tun so, als glaubten sie, dass Bandit Buster ist. Bandit sieht sein eigenes Spiegelbild. Wart mal eine Sekunde. Jetzt sind da zwei Bandits. Bandit ist etwas verwirrt und etwas verängstigt. Wo sind denn die anderen hin? Busters Plan funktionierte. Bandit wurde bei der Tat erwischt.
Und hier kommt Terry mit mehr Süßigkeiten. Er ist von den zwei Zombies verwirrt. Er hat sie wieder zu Bandit gegeben. Aber Bandit teilt mit Buster. Alle haben Spaß auf dem Weihnachtsmarkt. Da ist Buster. Er hat einen Zuckerapfel. So lecker. Wow, Mama Bus hat ein Geschenk. Ist das für Buster? Ja, aber Mama sagt, er muss bis Weihnachten warten, um es zu öffnen. Buster will nicht warten. Er will sein Geschenk jetzt aufmachen. Aber er wird warten müssen. Wirf den Ball, um die Dosen umzuwerfen. Das ist Mamas Lieblingsspiel. Oh-oh. Buster wird versuchen, sich das Geschenk anzugucken, während Mama abgelenkt ist. Buster sollte das wirklich nicht machen. Was ist da drin? Da ist Bandit. Oh, pass auf. Oh nein, das Geschenk fliegt über den Markt. Schnell, sie müssen das Geschenk zurückbekommen, bevor Mama merkt, dass es fehlt. Das Geschenk ist auf der Eislaufbahn. Schnell, Bandit, greif es. Upsi. Jetzt wird Buster es versuchen müssen. Fast. Ah, so knapp. Mama Bus hat das fehlende Geschenk immer noch nicht bemerkt. Sie hat so viel Spaß. Oh, da ist das Geschenk. Können Bandit und Buster es zurückbekommen, bevor Mama etwas merkt? Ah, ups. Wo ist das Geschenk denn jetzt hin? Oh, schau, das Riesenrad. Da ist Ash. Und da ist das Geschenk. Oh nein, sie hat's fallen gelassen. Los, Buster. Toll gefangen. Puh, gut gemacht, Buster. Schau, Mama hat alle Dosen umgeschmissen. Hurra, sie hat einen Teddy gewonnen. Sie bekamen das Geschenk gerade rechtzeitig zurück. Mama hat so gute Laune, sie bietet Buster an, sich das Geschenk anzusehen, wenn er das möchte. Aber Buster hat seine Lektion gelernt. Er wird lieber warten. Es ist endlich Weihnachten und Buster darf sein Geschenk aufmachen. Wow, es ist ein neuer Fußball. Deshalb war es so sprunghaft. Frohe Weihnachten, Buster. Es ist fast Weihnachten, aber es sieht so aus, als hätte es noch nicht geschneit. Oh, was macht Buster? Buster hat für seine beste Freundin Scout einen Weihnachtsbilderrahmen gemacht. Er sieht großartig aus. Gut gemacht, Buster. Er will ihr den Bilderrahmen jetzt sofort geben, aber er muss sich erst fertig machen. Es fängt an zu schneien. Tada! Hier ist Weihnachtsbuster. Er ist als Weihnachtsmann verkleidet. Es ist Zeit, das Geschenk zu Scout zu bringen. Sie wird so glücklich sein. Oh nein, es hat geschneit. Da ist so viel Schnee. Wie sollen sie jetzt den Weihnachtsmarkt erreichen? Vorsicht, Buster. Eis kann sehr rutschig sein. Oh oh, Buster rutscht überall rum. Pass auf! Upsi, Papa kommt zur Rettung. Alles gut, Buster, aber ich glaube, Papa hat eine Idee. Ich frage mich, was Papa macht. Wow, ein Schlitten! Sie können damit über den Schnee fahren. Yippie, das wird ein Spaß. Buster, warte! Buster ist so schnell, Papa kann kaum mithalten. Oh, langsamer, Buster!
Was für ein Glück, dass er in dem großen Schneehaufen gelandet ist. Oh, Papa hat auch Probleme. Pass auf! Vielleicht sollte Buster das nächste Mal auf Papas Hilfe warten. Buster, pass auf! Oh nein, der Schlitten ist kaputt. Jetzt kommen sie wohl doch nicht zum Markt. Aber schau, ich glaube, vielleicht hat Buster jetzt eine Idee. Buster hat zwei Teile vom kaputten Schlitten zusammengesteckt. Was hat er gebaut? Oh, es ist ein Schneepflug. Los, Buster. Sie haben es geschafft. Sie haben die Straße sicher erreicht. Gute Arbeit. Und jetzt können Sie das Geschenk zu Scout bringen. Da ist Scout auf dem Weihnachtsmarkt. Und hier ist Buster. Zeit, ihr endlich das Geschenk zu geben. Oh. Scout liebt ihr Geschenk. Scout ist sehr dankbar. Gut gemacht, Buster. Frohe Weihnachten. Was wird Buster heute nur machen? Vielleicht wird Opa mit ihm spielen. Oh, der Kuchen sieht sehr lecker aus. Opa hat eine Idee. Sie können selber einen Kuchen backen. Sie fahren zum Supermarkt, um die Zutaten einzukaufen. Mehl, Eier, Milch und Puderzucker. Oh, Mira kauft auch ein. Und Terry Traktor. Buster düst los, um die Zutaten zu finden. Aber Opa erinnert ihn, im Supermarkt nicht zu rasen. Da ist das Mehl. Aber Mira braucht auch Mehl. Ihre Einkaufsliste ist die gleiche wie Busters. Sie will auch Kuchen backen. Und beide brauchen das Mehl. Ups! Jetzt geht es darum, wer zuerst die Zutaten bekommen wird. Da ist die Milch. Buster kam zuerst an. Ups, Entschuldigung, Herr Lehrer. Sie gehen so schnell sie können, aber... Buster und Mira müssen vor Terry und Opa langsam fahren. So langsam. Und los geht's wieder. Los, Buster. Da sind die Eier. Platsch. Oh je. Und da ist der Puderzucker. Da ist ja nur eine Packung übrig. Wer die wohl bekommt? Oh nein, Mira rutscht. Pass auf. Buster möchte, dass Mira die letzte Packung Puderzucker nimmt. Aber sie möchte, dass er sie nimmt. Buster hat eine Idee. Oh! Sie haben die Zutaten geteilt und zusammengearbeitet, um einen großen Kuchen zu backen. Lecker! Gute Teamarbeit, ihr alle! Buster, Bandit und Mira spielen mit ihrem Fußball. Papa angelt. Keine Fische heute. Das ist ein starker Schuss, Mira. Wow, noch stärker. Wow, pass auf, Mira. Aber da stimmt was nicht. Oh, Miras Lieblingshut. Der Fußball hat ihn runtergestoßen.
Sie können Miras Hut nirgendwo sehen. Er ist verloren. Mira ist sehr traurig. Das war ihr Lieblingshut. Aber es sieht so aus, als wüsste Buster, wie er zu finden sei. Sie werden ihre Vorstellungskraft nutzen und die Suche in ein Spiel verwandeln. Wo könnte der Hut sein? Oh, das sind aber sehr große Fußabdrücke. Ich frage mich, wo die hinführen. Es ist ein Dinosaurier. Und er trägt Miras Hut. Rennt weg! Bandit ist in die Pfütze gefallen. Pass auf! Warte! Der Dinosaurier hat sein Spiegelbild gesehen. Ich glaube, er mag den Hut. Aber der gehört Mira. Und sie möchte ihn zurückhaben. Guter Schuss, Mira! Oh nein, der Hut fliegt genau auf den Vulkan zu. Wie sollen sie ihn jetzt nur wiederbekommen? Buster wird es schaffen. Er muss nur seine Vorstellungskraft nutzen. Er ist Super Buster. Los, Buster! Er hat's geschafft. Er hat Miras Hut wieder. Sie haben ein lustiges Spiel gespielt und sie haben Miras Hut gefunden. Alles macht mehr Spaß, wenn du deine Vorstellungskraft nutzt und es in ein Spiel verwandelst. Schau, Buster der Bus und Scout das Auto spielen Fußball. Buster schießt. Tor! Super gemacht, Buster. Gute Arbeit. Wow, da ist ein Fußballbus. Er spielt bei dem großen Busfußballteam. Er möchte, dass Buster zum Probetraining kommt. Aber, oh nein, Buster ist zu schüchtern. Scout macht ihm Mut und Buster sagt, okay, er wird morgen zum großen Spiel kommen. Scout ist sehr stolz auf ihren Freund, aber Buster ist immer noch nervös. In der Nacht schläft Buster tief und fest in seiner Garage. Buster träumt, dass er beim Busfußballteam mitspielt. Das Spiel geht los, aber oh je, die Busse sind sehr grob dabei. Jetzt ist Buster dran, im Tor zu spielen. Er versucht, den Ball abzuhalten, aber oh je, die Fußballbusse sehen nicht sehr beeindruckt aus. Armer Buster, er strengt sich so an. Puh, es war nur ein schlechter Traum. Aber jetzt ist Buster noch nervöser vor dem Probetraining beim Team. Aber Scout macht ihm wieder Mut. Buster wird es schaffen. Sie glaubt an ihn. Jetzt ist es Zeit für das große Spiel. Robin pfeift es an und das Spiel beginnt. Oh nein, der rote Bus wurde verletzt. Er kann nicht mehr spielen. Buster wird einspringen müssen. Los, Buster, du kannst das. Buster schießt den Ball und das Spiel geht weiter. Buster ist jetzt Torwart. Der blaue Bus zielt, schießt und Buster fängt ihn. Gut gemacht, Buster. Das hast du ganz toll gemacht. Hurra! Das war sehr mutig von Buster. Buster, Bandit und Scout machen eine Pyjama-Party. Sie sollen schlafen, doch sie haben viel zu viel Spaß und sind noch wach. Sie sind zu aufgeregt, um zu schlafen. Wer ist das? Es ist Opa Bus. Er sagt, dass es spät ist. Zeit fürs Bett. Sie können nicht die ganze Nacht wach bleiben und spielen.
Vielleicht kann dieses Nachtlicht Ihnen helfen. Wow, schau dir die Sterne an. Buster liebt Sterne. Er stellt sich vor, wie es wäre, wenn er eine Rakete wäre und durch die Sterne fliegen würde. Oh, schau, es ist Raketenbuster. Buster und seine Freunde nutzen ihre Vorstellungskraft. Sie fliegen durch das All. Schau dir das an. Da ist die Erde. Sie machen ein Rennen dorthin. Auf die Plätze, fertig, los! Buster führt. Oh nein, Bandit hat ihn aus der Bahn geworfen. Ah, jetzt liegt Buster weit hinten. Wie kann er wieder nach vorne kommen? Aha! Wow, Buster rast um Saturn herum. Jetzt fliegt er wirklich schnell. Was für eine kluge Idee. Er überholt Bandit und Scout. Was hat Bandit nun vor? Vorsicht! Meteoriten! Bandit wirft sie auf Buster und Scout. Sie müssen ihn aufhalten. Sie werfen einen noch größeren Meteoriten zurück auf Bandit. Lass ihm das eine Lehre sein. Und weiter geht das Rennen. Buster und Scout sind Kopf an Kopf. Fast am Ziel. Raketenbuster gewinnt das Rennen. Super! Oh oh. Wieder erwischt. Opa hat sie spielen gehört. Das war wirklich lustig. Aber jetzt ist es wirklich Zeit fürs Bett. Gute Nacht allerseits. Mama Boss und Ashley machen sich einen gemütlichen Tag. Ups. Vielleicht sollten Buster und Ash lieber draußen spielen. Der Schnee ist so cool. Aber was sollen sie nur spielen? Sie wollen Räuber und Gendarm spielen. Los geht's. Da ist Opa. Er hat Schwierigkeiten damit, den Gartenschlauch anzumachen. Uff, fast. Wow, pass auf, Opa. Oh, das Wasser friert zu Eiszapfen. Sie stecken fest. Oh nein, wie sollen sie nur hier rauskommen? Buster und Ash tuten mit ihren Hupen, aber keiner kann sie hören. Jetzt versuchen sie, Ash durch das Fenster zu schieben. Aber er passt nicht. Da ist Opa. Vielleicht kann er helfen. Oh je. Er glaubt, sie spielen nur ein Spiel. Aber was ist das? Eine Angel? Ich glaube, Buster hat eine Idee. Ha! Buster nimmt die Angel und fängt damit das belegte Brot. Was macht er nur? Buster hat Mamas Aufmerksamkeit. Jetzt wird sie sie retten. Mama benutzt ihren Föhn, um die Eiszapfen zu schmelzen. Sehr langsam. Hm.
Puh, Buster und Ash sind endlich wieder frei. Ah, alles ist wieder beim Alten. Papa Bus und Buster gehen heute zum Fluss. Was sie dort wohl machen werden? Oh, Boote. Wie aufregend. Buster möchte im Boot fahren. Aber warte. Noch nicht. Erst möchte Papa Bus Buster zeigen, wie man einen festen Knoten macht, damit das Boot nicht wegtreibt. Papa Bus hat einen großartigen Knoten gemacht. Jetzt ist Buster dran. Ah, fast geschafft. Ist alles gut, Buster. Feste Knoten zu machen ist nicht einfach. Papa Bus möchte Buster das noch einmal zeigen. Aber Buster ist nicht wirklich an den Knoten interessiert. Da ist das Boot. Und Papa konzentriert sich sehr auf seinen Knoten. Buster fährt los. Das macht ja viel mehr Spaß. Oh nein, das Boot war nicht am Steg angebunden. Der Fluss nimmt Buster mit. Buster versucht zurückzupaddeln, aber er kann nicht steuern. Papa Bus zur Rettung. Oh oh, das Boot hat ein Leck. Er muss einen anderen Weg finden. Buster treibt noch weiter den Fluss hinunter. Vorsichtig, Papa Bus. Was soll Buster nur machen? Oh, da ist eine Brücke. Buster greift sie. Puh. Oh nein, der Pfosten brach ab. Papa Bus hat ihn gerade verpasst. Pass auf! Oh oh, Buster sieht Steine weiter voraus. Aber er kann den Holzpfosten benutzen, um von ihnen wegzusteuern. Es funktioniert. Gut gedacht, Buster. Oh nein, der Pfosten ging kaputt. Und schau, da vorne kommt ein Wasserfall. Worauf zeigt Papa? Ein Tau. Perfekt. Der Wasserfall ist nicht mehr weit weg. Du schaffst es. Los, Buster. Guter Wurf. Papa Bus zieht Buster zurück ans Ufer. Fast geschafft. Nur noch etwas weiter. Puh, wieder auf trockenem Boden. Jetzt angeln Buster und Papa lieber. Das ist viel entspannender. Buster, Ash und Mira spielen im Softplay-Bereich Fangverstecken. Da ist Buster, versteckt im Bällebad. Ash hat ihn gefunden. Jetzt versucht Ash, Buster zu fangen. Schnell, Buster! Ash ist genau hinter dir! Ups, sieht so aus, als hättest du Mira gefunden. Hab dich! Gut gemacht, Ash, du hast sie! Da ist Papa Bus. Er sagt, es ist Zeit zu gehen. Aber Buster, Ash und Mira wollen noch nicht gehen. Sieht so aus, als hätten sie einen Plan. Lauft! Und los geht es! Papa Bus versucht, Buster zu fangen, aber Buster ist zu schnell. Fast! Oh nein! Papa Bus ist in das Bällebad gekracht. Das ist die perfekte Zeit, um Verstecke zu finden. Wo sollen sie nur hin? Mira hat einen Platz hinter den Bauklötzen gefunden. Buster hat einen Platz hinter der Rutsche gesehen. Aber Ash ist da schon. Schnell, Buster, schnell! Papa Bus ist wieder auf der Suche. Wo ist Buster jetzt? Da ist er! Aber Papa Bus hat ihn noch nicht gesehen. Papa Bus sieht Reifen bei den Bauklötzen. Wer könnte das nur sein? Es ist Mira. Gut gefunden, Papa Bus. Und wo können die anderen nur sein? Was war das, das sich hinter der Rutsche bewegt hat? Buh, da ist Ash.
Aber wo ist Buster? Da ist er, hinter dem Tunnel versteckt. Sieht so aus, als hätte er eine Idee, um Papa Bus abzulenken. Was ist das? Ein Flummi. Papa Bus geht das erkunden. Jetzt kann Buster ein neues Versteck finden. Sehr heimtückisch. Vielleicht kann Buster das Trampolin zum Versteck finden nutzen. Papa Bus kann Buster immer noch nicht finden. Er hat ein neues Versteck im Bällebad gefunden. Naja, Papa Bus, Ash und Mira haben beschlossen zu gehen. Oh nein, sind sie ohne Buster gegangen? Buh, wir haben dich. Das war sehr heimtückisch. Gut gemacht habt ihr's. Jetzt ist es wirklich Zeit zu gehen. Was für ein lustiger Tag. Heute machen Buster und seine Familie ein Picknick. Buster ist sehr aufgeregt. Mama Bus fährt los, um Opa abzuholen. Und während sie weg ist, müssen Buster und Bandit das Picknick vorbereiten. Zuerst müssen sie die Picknickdecke hinlegen. Wow, der Wind hat sie weggeweht. Es sieht aus wie ein Umhang. Es ist super, Buster. Bandit möchte auch einen Umhang haben. Und daraus wird ein Tau ziehen. Buster stellt sich vor, dass er ein Superheld ist. Super Buster, der durch die Luft fliegt. Da ist Bösewicht Bandit. Er hat das Picknick gestohlen. Oh nein, Super Buster muss es retten. Sie rasen durch den Himmel. Los, Super Buster, los. Du kannst ihn fangen. Oh nein. Bösewicht Bandit zielt mit seinen Laserformen auf Buster. Aber Super Buster ist zu schnell. Wow, schau, wie er fliegt. Hurra! Super Buster hat das Picknick gerettet. Aber was ist das? Das ist ein riesiger blauer Laserball. Oh nein. Was macht Super Buster jetzt bloß? Aha. Er nutzt die Fahnenstange als Schläger. Zeig, was du kannst, Bösewicht Bandit. Großartiger Schuss, Super Buster. Wumm. Wow, das war ein lustiges Spiel. Aber oh nein, sie haben eine große Unordnung gemacht. Und Mama Bus und Opa sind fast hier. Was sollen sie jetzt nur machen? Schnell, sie müssen aufräumen. Als Superhelden natürlich. Super Buster und Bösewicht Bandit räumen die Stadt auf. Sogar Superhelden müssen ihre Unordnung beseitigen. Gerade rechtzeitig. Gute Teamarbeit, ihr zwei. Und das Picknick sieht hervorragend aus. Miam, miam. Lecker. All diese Superheldenarbeit hat ihnen großen Hunger verschafft. Buster und seine Freunde sind wieder in der Schule. Sie erzählen sich, was sie in den Sommerferien gemacht haben. Buster freut sich sehr darauf, allen von seinem Haifischzahn zu erzählen. Aber zuerst erzählt Scout allen, was sie über den Sommer gemacht hat. Scout hat zum ersten Mal gesurft. Es war so cool. Da war eine Welle, die total riesig war. Aber Scout hat trotzdem auf ihr gesurft, ohne runterzufallen. Und es war so schnell. Juhu! Wow! Scout hat so eine coole Geschichte erzählt. Was ist denn mit Buster los? Oh, er glaubt, dass seine Haifischzahngeschichte nicht interessant genug ist, nun wo Scout ihre Geschichte erzählt hat.
Kastenbaster wird jetzt allen erzählen, wie er den Zahn bekommen hat. Buster erzählt ihnen, wie er in einem tiefen, dunklen Wald auf Entdeckung ging. Er war voller Tiere und Monster, aber Buster sagt, dass er gar keine Angst hatte. Aber dann stand Buster plötzlich vor einem Dinosaurier. Aber der Dinosaurier hatte Zahnschmerzen. Buster zog seinen schmerzenden Zahn raus, damit er sich wieder besser fühlt. Oh je, Bandit glaubt, dass Buster nicht die Wahrheit sagt. Er konnte nicht wirklich einen Dinosaurier getroffen haben. Dinosaurier sind ausgestorben. Buster gibt zu, dass er die Geschichte ein bisschen abgeändert hat. Es ist kein Dinosaurierzahn. Es ist ein Haifischzahn. Buster dachte, das wäre nicht interessant genug. Aber Scout meint, dass Haie viel cooler sind als Dinosaurier. Los, Buster, erzähle die Geschichte nochmal. In Wahrheit ging Buster zum Strand. Aber seine Freunde wollen beim Erzählen helfen. Bandit glaubt, dass Piraten in die Geschichte gehören. Es macht viel Spaß, sich etwas auszudenken. Buster sagt, dass er und der Pirat einen Hai am Strand gefunden haben. Er hatte Zahnschmerzen. Und sie entschlossen sich, ihm zu helfen. Scout meint, dass eine freundliche Biene auch in die Geschichte gehört. Cool! Die Biene half dabei, den Zahn zu ziehen. Und dann spielten sie alle Fangen damit. Und dann spielten sie den ganzen Tag am Strand. Was für eine tolle Geschichte sie sich zusammen ausgedacht haben. Es macht so viel Spaß, die Vorstellungskraft zu nutzen. Vor allem mit Freunden. Buster und seine Freunde machen Ferien am Strand. Was für ein toller Ausflug. Wow, das Meer sieht großartig aus. Was ist das da im Wasser? Buster hat große Angst. Ups, pass auf, Iggy. Mama Bus macht ein Nickerchen am Strand. Buster versucht ihr zu erzählen, was er gesehen hat. Es hatte furchterregende Flossen und sprang aus dem Wasser. Es war ein Hai. Mama Bus kann nichts sehen. Keine Sorge, Buster. Alles ist gut und Mama Bus kehrt zu ihrem Nickerchen zurück. Buster hat immer noch Angst. Ich frage mich, ob der Hai noch da ist. Ah, ein Hai! Los, Buster, los! Ups, nicht schon wieder. Buster hat immer noch Angst, aber er möchte die Angst überwinden. Er geht wieder hin. Da ist der Hai. Warte mal, was ist los? Der Hai hat einen schmerzhaften Wackelzahn. Deshalb sprang er aus dem Wasser. Keine Sorge, Hai. Buster kann helfen. Er versucht, Mamas Aufmerksamkeit zu erregen. Sie ist wach. Sie hat ihre Tierarzttasche und Mama Bus kommt jetzt zur Rettung. Platsch! Miam, miam! Mama Bus zieht den Wackelzahn aus dem Haimund. Er ist raus! Hurra! Der Hai fühlt sich sehr viel besser. Gut gemacht, Buster. Er kann es kaum abwarten, seinen Freunden den Hai. Ein sonniger Tag auf dem Schulspielplatz. Buster und Scout malen zusammen. Oh oh, sieht so aus, als wollten beide den blauen Stift benutzen. Buster schnappt ihn sich. Und jetzt versucht Scout, ihn zurückzuschnappen. Da kam Buster und Bandit eine großartige Idee für ein Spiel, das sie alle zusammen spielen können. Mit ihren Vorstellungskräften. Es ist Räuber und Gendarm. Buster und Bandit sind die Räuber. Und Ash und Scout sind die Gendarmen, die versuchen, sie zu fangen. Los geht's! Die Jagd fängt an!
Buster und Bandit gehen in verschiedene Richtungen. Oh nein, Bandit steckt in der Klemme. Aha, er hat einen Plan. Wo ging er nur hin? Moment mal, der Karton bewegt sich. Schnell, Ash, du kannst ihn fangen. Er springt von der Rampe runter. Los, Buster! Ich frage mich, ob Buster und Bandit entkommen werden. Die kommen ihnen sehr nahe. Wow, pass auf! Buster und Bandit fuhren direkt ins Gefängnis. Hurra für die Gendarmen Scout und Ash! Zeit, den Stift abzugeben, Buster! Das war fantastisch! Was für ein brillantes Spiel! Jetzt kann Scout endlich ihr Bild fertig malen. Buster und Bandit sind jetzt frei. Was für eine tolle Zeit beim Spielen! Buster hat viel Spaß dabei, vor seinem Haus in sehr matschigen Pfützen zu spielen. Schau, da ist Opa-Bus! Ups, jetzt sind sie beide mit Matsch bedeckt. Aber Opa hat einen Plan. Wo bringt er Buster hin? Sie sind bei der Autowaschanlage, um sauber zu werden. Hurra! Sieht so aus, als hätte die Autowäsche keine Seifenblasen mehr. Aha, da ist die Seife. Opa fügt ein bisschen hinzu und Buster macht die Waschanlage an. Los, Buster, los! Moment mal. Das ist aber viel Seife, Opa-Bus. Buster ist komplett mit Seifenblasen bedeckt. Wie lustig! Das war ein sehr guter Witz, Opa. Jetzt ist Opa dran mit dem Waschen. Sieht so aus, als hätte Buster einen Plan. Er wird sich rächen. Opa ist mit Seife bedeckt. Er sieht sehr albern aus. Sieh mal, Terry, der Traktor ist zum Waschen hier. Wow, nicht so viel, Buster. Es ist super schaumig. Die Seifenblasen fließen über. Oh je, was für ein schaumiges Durcheinander. Otis sieht nicht sehr glücklich aus. Zeit, das Chaos zu beseitigen. Was für ein alberner Tag. Buster und Scout sind auf dem Weg von der Schule nach Hause. Tschüss, Scout. Was hat Buster gesehen? Oh, schau, da sind Diggly und Daisy. Buster will helfen. Aber Sicherheit geht vor. Schau dir diesen tollen Bauhelm an. Buster hilft ihnen, eine Kiste von Rocky, dem Flussboot, herunterzuladen. Tolle Teamarbeit. Jetzt setzen sie die Kiste auf der Baustelle ab. Herr Rubble fährt jetzt das Mittagessen holen. Bis später, Herr Rubble. Oh nein! Die Kiste sinkt in den Matsch. Los, Buster, los! Oh nein, jetzt steckt Buster auch im Matsch fest. Daisy zur Rettung! Nein, das hat nicht geklappt. Was ist das? Diggly hat sich an den Kran angeschlossen und er zieht Buster raus. Es klappt! Nur ein bisschen mehr? Ups! Jetzt stecken sie alle fest. Und Herr Rubble hat es nicht bemerkt. Aber Buster hat einen Plan. Er wickelt das Kabel um den Kran und macht es an der Kiste fest. So können sie sich selber herausziehen.
Fantastische Idee, Buster. Diggi und Daisy ziehen nicht gleichzeitig am Tau. Aber sie müssen zusammenarbeiten. Genau so. Hurra! Es hat geklappt! Herr Rubble hat sie immer noch nicht gesehen. Sie ziehen die Kiste schnell heraus. Alles ist wieder wie vorher. Naja, nicht genau wie vorher. Sie sind alle voller Matsch. Zeit, sauber zu werden. Herr Rubble duscht sie alle mit dem Schlauch ab. So, das ist viel besser. Jetzt ist es Zeit fürs Mittagessen. Miam, miam. Aber was ist das? Herr Rubble ist direkt in den Matsch gefahren. Keine Sorge, Herr Rubble. Wir wissen, was zu tun ist. Schau dir die Pinsel an. Buster und seine Freunde malen heute die Wände in Busters Zimmer an. Wie aufregend! Mama Bus bringt ihnen viele verschiedene Farben. Sie dürfen die Wand unter dem Fenster anmalen. Welche Farbe soll Buster aussuchen? Scout hat sich lila ausgesucht. Und Ash rot. Und Buster gelb. Natürlich. Lasst uns malen. Ups. Ash fügt einen roten Klecks hinzu, um Scouts anzugleichen. Und Buster fügt einen gelben Klecks hinzu. Super. Ich frage mich, was Scout zuerst malen wird. Es ist eine Rakete. Toll. Buster ist als nächstes dran. Was wird er nur malen? Eine Hummel. Los, Buster. Nicht auf dem Schrank, Ash. Jetzt haben sie eine Farbenschlacht. Vorsichtig, die Farben sind sehr schwierig. Oh je, die Farbe ist jetzt überall. Was für ein Durcheinander. Oh oh, die gelbe Farbe ist auf dem Boden verschüttet. Und jetzt auch lila. Huch. Mama Bus fragt sich, was der ganze Krach bedeutet. Das hat so viel Spaß gemacht. Oh oh, sie wussten gar nicht, dass sie so eine Unordnung gemacht haben. Aber Buster hat einen Plan. Sie können Ashs Schlauch benutzen, um die Unordnung zu beseitigen. Das Wasser wäscht die Farbe weg. Gute Arbeit, Ash. Oh nein, Mama Bus kommt und sie sind noch nicht fertig mit dem Aufräumen. Zeit, sauber zu werden. Ash duscht Buster ab. Platsch! Jetzt ist Scout dran. Das sieht nach viel Spaß aus. Und zuletzt Ash. Gut gemacht allerseits. Wow, das Zimmer sieht ja komplett sauber aus. Zeit für Ash und Scout nach Hause zu gehen. Ups, naja, nicht komplett sauber. Bus und Buster fahren über die Hügel. Oh, schau, da ist ein Babyreh. Wovor läuft es denn weg? Es ist Traxxon, der Zug. Oh nein, was ist los? Traxxon kann nicht anhalten. Schnell, Buster und Papa Bus zur Rettung. Oh nein, er wird schneller. Papa Bus ruft Otis das Polizeiauto. Es ist ein Notfall. Ah, da ist ein Ast auf den Schienen. Papa Bus greift ein und entfernt ihn.
Hurra! Gut gemacht, Papa Bus. Sieht so aus, als würden die Schienen da vorne abweichen. Papa Bus und Buster ziehen an den Hebeln, um die Richtung der Schienen zu wechseln. Aber oh nein! Terry überquert die Schienen. Schalte sie schnell um! Das war knapp. Jetzt fährt Traxxon nur noch im Kreis. Ihm wird schwindelig. Oh nein, pass auf! Puh, Papa hat's gerade noch geschafft. Sieht so aus, als hätte Buster einen Plan. Sie müssen Traxxon zu den Hügeln leiten. Der Hügel bremst ihn. Er hat angehalten. Hurra! Los, Buster! Otis ist jetzt auch angekommen. Es sieht gar nicht nach einem Notfall aus. Ups.